Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Banished. Wir haben ja hier nach wie vor das Problem, zu wenig, ja, da stirbt uns direkt, wenn man sagt, der nächste und noch einer, zu wenig Menschen zu haben. So dass wir im Moment nicht alle Jobs besetzen können, die aber notwendig wären. Jetzt fehlt hier zum Beispiel Holz. Mampf ist noch genug da. Das heißt, wir geben, um nicht in Holzengpass, da oben haben wir schon, zu rutschen, geben wir hier mal vor, dass sie jetzt erstmal Holz abbauen sollen. So, wie sieht das hier aus? Das ist okay. So, in der letzten Folge musste ich ja hier sehr stark umverteilen. Werden also jetzt auch einige Sachen ein Stück zurückdrehen. Und zwar in der Lebensmittelversorgung, weil wir da im Moment noch genug haben und es uns eher an Holz mangelt. Das nächste, was wir auch bauen sollten, ist dann, weil die Zufriedenheit der Bürger geht noch, ist auf jeden Fall dann irgendwann die Kirche und auch das Krankenhaus. Aber erstmal müssen wir hier unsere knappe, da wohnt Dicky. Diese knappe Bevölkerung, die müssen wir jetzt erstmal in den Griff kriegen. Dafür habe ich halt eine Menge an Häusern gebaut. Dicht an dicht, ob sich das nicht noch irgendwann mal nachteilig auswirkt, wenn es mal so Richtung Feuer geht oder so, keine Ahnung. Für oder gegen ein Feuer habe ich hier schon den Brunnen gebaut. Ich hoffe, dass das so funktioniert. So, die bauen hier Wackerholz ab. Damit wir mit den Holzvorräten ein bisschen hochkommen. Denn der nächste Winter kommt bestimmt. Jetzt können wir die Farmer rausnehmen. Die soll mal mit Holz abbauen. Ja, genau. Die Holzreserve ist. Der ist besetzt, genau. Und dann verteilt sich das direkt auf die Häuser. Hier ist ein leerstehendes Haus. Ist auch noch so ein Problem. Leerstehendes Haus, aber jede Menge. Ach, jetzt ist wer eingezogen. So, jetzt haben wir wieder Winter. Schauen wir mal so durch die Häuser, wie das aussieht. Ah, zu viel Firewood ist nicht da. Gut, aber bis jetzt beklagt sich keiner. Die Fragezeichen stehen hier dafür schlicht und ergreifend, dass da keiner arbeitet. Ja, genauso wie ich den Herbalist rausgenommen habe. Und die jetzt erstmal hier anständig Holz ummachen sollen. Na, also kann man das nicht sich selbst überlassen im Moment. Man muss da sehr viel eingreifen. Und eben sehr viel Management im Kleinen machen. Sehr genau aufpassen, wo läuft das hier hin. Kohle brauchen wir noch nicht. Ne, man sieht also, wir kommen mit dem Feuerholz nicht auf den grünen Zweig. Naja, schauen wir mal, wie das weitergeht.
schon am Überlegen, ob ich die mal eine Saison, aber geht nicht. Ich muss die Pharma besetzen. Aber eine Saison mal durchgängig nur Holz abbauen lassen. Das war da mal ein bisschen ins Reine kommen. Jetzt haben wir eine Gesamtbevölkerung von 28. Da leben aber noch teilweise, na, hier ist es gerade geboren, okay, das ist, scheint dann eine Familie zu sein, der lebt alleine. Das ist wohl auch eher ein Kind. Oh, die nächsten zwei, die sich verabschieden werden. Na, wieso macht der Farmer hier? Aha. Nee. Vier von vier Farmern. Na, beginnt. Okay. So, dann geben wir mal den nächsten Abbauauftrag. Dass wir hier... Die Bäume hier können auch weg. Die stören eher. Die nehmen wir noch mit. Jetzt haben wir 21 Personen. Irgendwie gefällt der mir hier nicht. Ach, jetzt. Und dann werden wir... Irgendwann... Ha, jetzt gehen die Futterreserven zurück, klar. Weil wir es ja gar nicht mehr voll besetzen. Aber für... Jetzt 30 Einwohner soll das wohl reichen. Die Ernte steht ja noch aus, das heißt, da kommt noch was nach. Im Sommer und dir ist kalt. Naja, scheint ein kalter Sommer zu sein mit 27 Grad. Ja, ist klar, ne? Die kommen natürlich nicht hinterher mit weniger Leuten. So, was... Ja, Firewood ist low, also wieder... Holt euch mal das nächste Stückchen. Ja, das hier kann auch schon mal weg. Weil ich in diese Richtung dann später die Kirche und das Krankenhaus bauen möchte. Wenn wir da hinkommen mit diesem Dörfchen. So, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Die Farmer, damit haben wir jetzt sehr viele freie Arbeitskräfte. Und können dann jetzt für den Winter eben dementsprechend Holz einbringen. Die Zahlen verbessern sich jetzt etwas. Es kommt noch genügend Food rein. Auf jeden Fall geht es nicht extrem in den Keller und Holz nimmt jetzt eine Kurve nach oben. Gut, im Winter natürlich nicht gerade das Firewood, das ist klar. Aber immerhin... So, das heißt, wir können, ich glaube, baut keiner mehr ab. Das nächste Holz freigeben hier. Ich gebe da jetzt kleinere Bauaufträge, weil man teilweise, oder Aufträge grundsätzlich, weil man teilweise sehr schnell umlenken muss. Und wenn man dann ein Riesenareal an Holz abgebaut hat
oder einen riesen Auftrag gegeben hat, dann ziehen die das bis zur bitteren Neige erstmal durch, auch wenn andere Dinge wichtiger sind. Man kann das dann umpriorisieren. Das klappt aber nicht immer. So, hier geben wir jetzt mal 2 Mitarbeiter rein. Dass die ganzen Sachen umverteilt werden können. Das ist ja im Grunde genommen nochmal ein weiterer Lagerplatz. Ich glaube, es wird aus den normalen Häusern hier rausgenommen, in den Market gepackt und dort dann eben an die Häuser verteilt. So, Late Winter. Bauen die Jungs denn fleißig noch Holz ab? Ja, machen sie. So, zufrieden sind sie auch noch. Ich glaube, mit der Schule werde ich noch warten. Schule nicht, mit der Kirche und dem Krankenhaus. So, jetzt sind wir. Jetzt geben wir die Leute wieder in die Schule rein. Sind jetzt 36. Das heißt, die alle Kinder gehen jetzt dann zunächst, wenn sie so weit sind, hier durch die Schule. Und das steigert die Effektivität dieser Leute. So, dass wir nicht in solche Versorgungsengpässe geraten. So, jetzt gehen wir mal wieder einen Abholzungsauftrag, diesmal aber inklusive der Steine. Und unsere 7 Laborer müssten dann eigentlich losrennen und hier wacker das Zeug wegarbeiten. So, wie sieht das mit... Na komm, dich besetzen wir auch mal wieder. Einen Herbalist. Gut, das sieht dann schon besser aus. Das heißt, wenn wir Glück haben, haben wir uns jetzt von dieser Katastrophe berappelt. Die Zahlen verbessern sich jetzt hier. Genau, jetzt werden wieder Steine abgebaut. Und unsere Läger füllen sich jetzt hier langsam wieder. Damit wir dann für den nächsten Winter gerüstet sind. Dieser Wald hier rund um die Gebäude, die hier aufgestellt sind, also ist eigentlich unantastbar. Dieser Kreis hier, da darf ich nicht rein, um es abzubauen, weil sonst diese Produktionsstätten schlicht und ergreifend nicht mehr funktionieren. Ja, da ist wieder wer altersschwach geworden. Genauso wie hier. Das heißt, bis hierhin. Ne, nicht abbauen, alles was da so liegt, das kann man dann mitnehmen. So. Wenn diese Saison jetzt rum ist, dann werde ich auch wieder die freien Arbeiter, also die Laborer hier und die Farmer dann in die Jobs Gatherer, Fisherman und Hunter stecken, damit wir da jetzt auch nicht Gefahr laufen. Obwohl, die Ernte ist jetzt drin. Na, vielleicht lassen wir sie weiter Ressourcen abbauen.
So, hier ist es jetzt so gut wie frei. Firewood, ne? Man sieht es also, das ist noch nicht durchgestanden hier mit dem Holz. Da haben wir echt einen Engpass. So, jetzt wird also hier abgebaut, in der Ecke. Dann haben wir hier auch freie Fläche, um weiter ausbauen zu können. Na, alles in allem fruchtet jetzt so langsam hier der Ausbau mit den Häusern. Zumindest haben wir insgesamt eine erheblich größere, na, da haben wir den ersten Schüler, da ist die Schule, erheblich größere Population. Das macht schon mal Sinn. Ist die denn hin? Ein bisschen Wirr durch die Gegend. So, gucken wir mal durch die Lagerhäuser. Naja, jetzt geht es schon zurück. So, jetzt brauchen wir natürlich unsere Landwirte zurück. Die müssen sich wieder an die Arbeit machen. Zwei Schüler haben wir. Also der Plan, die Bevölkerung zu vergrößern, hat auf jeden Fall schon mal geklappt. Jetzt müssen wir halt den ein oder anderen Engpass noch beseitigen und dann hoffe ich mal, dass wir es in die Reihe bringen, dass das Ganze mal so ein bisschen selbstversorgender wird. Wir müssen immer noch das Holz im Auge behalten. Na, das ist mir zu nah an das. Ach, machen wir es mal so. Oh, habe ich die ganze Saison 4 Bilder da drin gehabt? Das war natürlich nicht so pfiffig. Gut, jetzt wird hier abgebaut. Aber jetzt müssen wir so nach und nach den Anruf abwürgen. So. Soweit so gut. Ah, genau, jetzt haben wir hier die Schüler drin, die, wenn die dann halt, wie gesagt, rauskommen aus der Schule, sind die effizienter. Ah, da haben wir schon wieder einen, der zu alt geworden ist. Geben wir noch einen Hunter dazu. Die Ernte wird eingefahren.
So. Jetzt können wir die Farmer wieder rausnehmen. Und ich würde sagen, die Mampfberufe wieder voll machen. Schmied ist noch nicht wieder besetzt. Holz dürfte reichen. Jetzt gehen wir halt wieder für diesen Winter in die Futterproduktion. Gut, okay. Die Folge neigt sich dem Ende. Wem es Spaß gemacht hat, der kann gerne einen Daumen hoch da lassen oder auch irgendwelche Kommentare zu dem Ganzen in die Comments schreiben. Wer wissen will, wie es weitergeht, kann ja den Abo-Button benutzen und dann kriegt ihr auf jeden Fall eine E-Mail von YouTube, sobald die nächste Folge von mir hochgeladen wurde. Also bis dann, macht's gut und ciao.